Yo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mitarbeiter, die liebe Sascha. Hey, hallo. Absolut unnötig, wie dass du die anderen mitgebracht hast. Schön, dass du aber hier bist, Sascha. Wir haben heute was ganz Besonderes vor. Und zwar wollte ich etwas zeigen, von denen du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, aber eine Sache, die, glaube ich, bei dir die noch gar nicht so wirklich angekommen ist. Das ist Kunst. Kunst, sagt dir was? Kunst. Ja, die Konstruktion wird ca. 10 Minuten halten. Gut, an der Stelle dann Shoutout an die Belichtung. Die Sonne steht gerade optimal, du, ich hole kurz noch ein bisschen Klebeband. Also Sascha, wenn das nicht, oder? Ich sag nichts dazu. Killer. Ja. Also Sascha, wir schauen uns heute einen Kandidaten an, den du auf jeden Fall schon mal gesehen hast. Den wirst du schon mal mitbekommen haben. Ich möchte aber trotzdem mal deine Meinung. Was für ein Parfüm hast du eigentlich drauf? Ich habe keine Ahnung, aber es riecht extrem gut, oder? Danke. Ein Kandidat, den du auf jeden Fall kennst, ein Kandidat, den du wahrscheinlich auch... Sag mir bitte nicht Lukas. Falsch, wir schauen uns heute ein paar Sachen von Alphastein an. Oh nein! Dinge, die, sage ich mal, am Großteil der Menschheit tatsächlich nicht vorbeigezogen sind. Und Alphastein hat netterweise Folgendes gemacht. Er hat tatsächlich alle seine Songs in einem Video gebündelt. Das sind 13 Minuten. Und ich dachte mir, ich möchte einfach mal deine musikalische... Geht die Maus nicht. Deine musikalische Meinung dazu einfordern. Das Ding hat 4,3 Millionen Aufrufe, 100.000 Likes. Da also kann man natürlich wahrscheinlich auch 100.000 Likes von Leuten, die Musik auch wirklich bewerten können. Das sind alles die Kinder von Tubau tatsächlich. Das ist die Tubau Masterclass, die sich daran gesetzt hat. 100.000 Leute, die bei Tubau das gelernt haben. Und ja, wir skippen mal so ein bisschen durch und ich möchte einfach wissen, was du davon so hältst. Okay. Auf geht's, würde ich sagen. Gut, ich weiß nicht, was ist... Salat! Schrumpf der Bizeps! Was jetzt verstörender gewesen ist. Ich wollte es gerade sagen, also das war eigentlich schon eine sehr gute Reaktion von Nico, ohne dass er den Song gehört hat. Mhm. Man kennt doch den Beat, Pen. Ah, ja, Mann. Genau. Ich muss dazu sagen, ich habe es schon mal gesagt in dem Video, ich hoffe, dass Alphastein wirklich nicht älter als 14 Jahre ist. Ich hoffe es einfach nur. Und für den Fall, dass Ich würde es sehr verstörend finden. Also für den Fall, dass er ein 36 Jahre alter Mann ist. Oh mein... Okay, ich habe gerade so an 18 bis 20 Jahre gedacht. Also falls... Das geht nicht. 36 geht nicht. Generell zu den Lyrics vielleicht irgendwie... Alter, also ich will wirklich dem guten Mann, ja wahrscheinlich ist halt echt ein Mann, nicht zu nahe treten, ne? Aber wenn ich jetzt sein Content mit meinem Vergleich, ich habe schon immer gedacht, ich bin ja so... Grenzwertig. Wirklich grenzwertig, da bin ich ja schon eine Tageszeitung dagegen. Also aber halt eine seriöse. Also es wird aber noch besser, es wird wirklich noch besser, ja. Das ist jetzt halt so sein erster Hit gewesen. Hier eine Bistory. Wir reden hier wirklich von dem Hit. Casey Rebel solltest du erkennen, kennst du glaube ich sogar höchstpersönlich, wenn ich nicht mich irre. Hier der Song mit Dougie B einfach mal umgeschrieben. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Bist du ein Traum? Ist mir egal, ich glaube es kaum. Ich sage noch einmal, ich sage noch einmal, ich sage noch einmal, das ist mir egal, ist mir egal, ich sage. Da muss ich auch einfach mal sagen, da braucht es auch kein teures Musikvideo mit Dougie B in Marrakesch. Da kann man sich auch einfach in Minecraft... Minecraft ist so vielfältig. Seitdem du aber gesagt hast, dass er 36 sein könnte, muss ich ehrlich sagen, bin ich immer noch im Gedanken damit. So, ich muss es verarbeiten, weil ich stelle mir gerade so einen 36-jährigen Mann vor einem Mikrofon vor, der derartig sich komisch hinbiegen muss, damit diese Stimme rauskommt, wo so wirklich wahrscheinlich Fünftklässler so in der Schulklasse singen, dass es denen egal ist, in Casey Rebel-Style. Ja, ja. Es ist ganz krass. Findest du es denn ein angenehmes Cover, oder? Ich sage noch einmal, ich sage noch einmal, ich sage ich will seinen Gesichtsausdruck sehen, während er die Stimme macht. Bitte? Ich muss den Gesichtsausdruck mal sehen, wenn er die Stimme macht. Ich habe es auch noch nicht gesehen, tatsächlich, wie er die Stimme macht. Du weißt aber, wie alt er ist. Ich weiß, wie er aussieht und wie alt er ist. Ach du Scheiße. Den Beat hat er auch selber gemacht, glaube ich. Ja, wir spielen hier und machen tolle Sachen. Wir machen alles zusammen, zum Beispiel heiße Farben. Sag jetzt nicht, dass wir dumm sind, denn wir alles schneiden. Es ist so krass. Du auch die Besten. Da ist die Ente und die ist der Feuerheld. Das ist auch ein Cover von... Warum ist die da so traurig, Mann?
Hat die keine Freunde oder warum ist sie da so allerdings kleine Enkelmann? Aber weißt du, warte, ich such gerade. Du hast nur eine Bass, nur eine Bass, nur eine Bass. Aber es ist auf jeden Fall in der Interpretation deutlich angenehmer zu hören. Ich muss wirklich sagen, also das ist halt auch ein Stück weit einfach unfair, weil ich gar nicht die Zielgruppe davon bin. Ich weiß nicht, ob du es dir zum Einschlafen reinziehst. Absolut. Also wenn ich tatsächlich abends denke, du hast heute einen produktiven Tag, es lief richtig, richtig gut, du hast jetzt richtig Bock auf so einen geistkranken Albtraum, dass du nachts um 3.32 Uhr schweißgebadet aufwachst und dir denkst, was war da los? Du willst dich wirklich richtig f***en, dann ist das genau das Richtige. Also ich muss auch wirklich sagen, wenn ich so mal an dem Punkt bin, wo es mir richtig scheiße gehen sollte und ich so wirklich den letzten Hauch Mut einfach brauche, mir die Kugel zu setzen, dann ist das auf jeden Fall das, was du als letztes hören würdest. Es geht auf jeden Fall spannend weiter. Ich zeig dir dann noch die Standard-Skill-Paar. Skybase von Standard-Skill wird auch nicht an dir vorbeigezogen sein, nehme ich an. Was für ein Ding? Skybase von Standard-Skill. Skybase? Von Standard-Skill. Ich kenne nur diesen Fortnite-Song. Genau, das ist das. Ach, das ist hat das, er aber auch nochmal selber aufgelegt. Absolut Killer. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist, glaube ich, Lieblingsmensch, oder? Ja. Es ist auch immer das gleiche Setting, also nutzt man immer dieses, ne? Ist natürlich auch kosteneffizient. Ich glaube, dass es Screenscreen ist. Meinst du? Ja. Ja, ist natürlich schon teuer, halt in die Wüste zu fliegen. Es ist einfach derselbe Songtext, aber nur halt so mit Minecraft-Video im Hintergrund. Grüße gehen raus an alle Deutsch-Rapper und Pop-Sänger. Das nennt man dann Parodie, oder? Wenn also, man das einfach... Nee. Ich würd einfach mal Folgendes vorschlagen. Ich bin dafür, dass auch mal so ein Case Rebels als Beispiel hergeht und auch einfach mal Alphastein bucht für ein Musikvideo. Das ist auch das nächste Brett von vielleicht, Casey. Vielleicht könnte man auch einfach so Hip-Hop-Videos dann in Minecraft direkt drehen. Ja, finde ich gut. Ja, also ich denke mal, das hat ja mit Kanye West und Lil Pump. Ich hab noch eine Frage. Ja. Wie alt sind die Zuschauer von Alphastein circa, weißt du es? Ich würde sagen, zwischen 2 und 95. Es wird nicht besser heute, ne? Du, ja, Sascha, 2 und 95, Zielgruppe für die ganze Familie. Mal gucken, was die... Nee, das ist das gleiche hier. Was haben wir hier nochmal? Eine Menge Werbung auf jeden Fall drin. Ach, ja. Also die 4,5 Millionen Views, die schmecken auf jeden Fall. Ich denke mal, das zahlt seine Miete. Ja, komplett. Ja, ich wollte sagen. Da haben wir auch Patrick. Das ist in sein normales Mikrofon, oder? Das ist Patrick, ja. Also Patrick. Was ist das? Patrick. Warte, Patrick ist ja der Genosse von Spendi zum Beispiel. Genau. Der, wo, der wenn Albaner. Die sich sehen... Die sich direkt auf Kosovo... Alter, Patrick, was? Das ist er. Ja gut, man muss auch dazu sagen, wenn es bei Patrick mal eine Zeit nicht lief und er weiß, Alphastein, seine Songs kommen gut an, ja. Dann kann man auch mal das machen. Also es geht auch gleich in ein richtig schönes Duett rein, wirklich, da kriegst du Gänsehaut und Durchfall direkt. Also das ist ein, das geht einher. Ja. Das ist wirklich Patrick. Ja. Ich kann es nicht glauben. Ich vergesse es aber. Wird er dafür auch aufgezogen? Ich glaube nicht. Wir müssen wieder anfangen. Glaub, jetzt geht's ins Duett. Ah, ne, das singt er doch alleine. Da ist dann der Song, der ist auch gar nicht mehr zu erkennen. Ist ja auch eine Art von Parodie, oder? Es ist eine Art von Vergewaltigung. Die können wirklich froh sein, wenn Taylor Swift... Natürlich würde ich es nie sehen. Aber falls Taylor Swift sehen sollte, ich glaube, die Musikkarriere wäre sofort bei ihr beendet. Meinst du, Taylor Swift würde sich das Leben nehmen? Ja. Ja, gut, das kann ich nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier noch irgendwie... Ey, da kannst du jetzt mal Kommentare sehen. Die Kommentare, natürlich, klar. Ja, können wir jetzt einfach mal... Diesen Fortnite-Song anschauen. Patrick hat auch geschrieben, mein Part war am coolsten. Das ist gerade mal 11 Monate her. Alter, Patrick, wirklich, falls du das Video jetzt hier gerade sehen solltest, Ich weiß nicht, ich bin wirklich schockiert, ne? Also ich kenne Patrick schon was länger, ich weiß, wie er ist, deshalb, also mich hat sich überrascht. Wer 2018? Schau dir bitte die Views hier an, 1,3 Millionen, 2,6 Millionen Minecraft-Klicks, das ist schon für immer Legende, das ist wie Johnny Cash, sag ich mal, in der Musik. Natürlich für immer Legende, wenn das rauskommt, dass der Typ Ende 30 ist, da ist vorbei, Mann. Oder hier, wer guckt 2018? Ja, also, ne? Aber guckt natürlich absolut richtig geschrieben. Ich habe ein Gucken von dem Video Kacke gemacht und es dann gegessen, auch ein YouTuber mit 150.000 Abonnenten, alter Beute seines Zeichens. Den Avatar hat er selber gemalt. Sascha, wir sind ganz tief in ein Loch gestiegen und haben
das, was wir draußen geschaufelt haben, auch uns wieder draufgekippt und sind quasi drin versunken. Wer das Lied hört, gib mir eine Daumen hoch. Ey, niemand Leute. Wird dich vergessen. Das ist jemand mit Bunnyhop-Script? Scheinbar schon, ja. Wir machen jetzt alle ein Like da lassen und ein Abo. Alpha 1 Million Abonnenten. Das macht ihn dann auch glücklich. Ja. Also, Sascha, damit würde ich sagen, gehen wir doch mal ganz kurz auf Skybase ein. Denn das ist auf jeden Fall eine Sache, die ja, so meiner Meinung nach wirklich echt toll gemacht worden ist. 800.000 Aufrufe vor einer Woche hochgeladen. Ich glaube, meine Parodie darauf, wie viel hat die? Ja, die hat auf jeden Fall weniger jetzt. Es tut auf jeden Fall weh. Also meine Reaktion darauf ist aber trotzdem, also das ist einfacher Content für mich, ne? Da auch die Kamerafahrt natürlich deutlich besser. Hier auch Fortnite-Szenen ausnahmsweise mal drin. Das muss ja heftig anstrengend gewesen sein. Ich öffne die Augen, beginne den Tag. Natürlich mit einer Runde Battle Royale. Battle Royale mache ich zu meiner Hauptaufgabe. Meine Mutter dürfen Tauschaufgabe. Ist auch ganz gut mit den Schauspielern hier, mit den Brüsten in Minecraft und allem drum und dran. Es gibt Details, die will man einfach in seinem Leben nicht erfahren, oder? Es gibt Brüste in Minecraft. Es gibt nicht nur Brüste in Minecraft, Sascha. Glaub mir, es gibt noch sehr viel mehr. Oh, bitte nicht. Das geht nicht. Doch, vergiss es. Es gibt... Okay, nein, komm. Ich wäre süchtig. Sie hat gleich so vom Thema an zu denken, mache ich mich drüber witzig. Check, komm mit dem Jetpack. Er kann die Chance hören, jeden seiner Steps durch mein Headset. Schon in der Kopf, sagt der erste Begegnung. Fortnite ist eine Bewegung. Und ja, ich bring es auf den Punkt, dass meine Freunde noch einmal von dem Placen, denn ich setz aus mit. Und hey, welche Freundin? Das habt ihr nicht da, ich glaub mit. Hast du den Witz mitbekommen? Er hat keine Freundin. Ja, Kannst du es nachvollziehen, dass er keine Freundin hat? Also in seinem Alter sollte er eigentlich, wenn er wirklich 36 ist, schon eine Frau haben. Hm. Aber... Gut, reden wir nicht drüber. Schlaf, ohne Fortnite komm ich gar nicht mehr klar und es ist mir egal, was ihr darüber sagt. Baue die Skybase, besuche die Charts, wir bauen die Skybase. Besuche die Charts, also wo ist derjenige, der jetzt auch nicht so... Wir bauen die Skybase. Besuche die Charts, hab mit Fortnite dabei. Aber man muss schon sagen, es ist so durchdacht. Also, das nochmalige Ranzoomen, das war schon ganz gut, oder? Also ich weiß nicht, welches Major-Label hinter Alphastein da steckt, auch musikvideotechnisch. Aha. Wenn dieses Projekt nicht insgesamt einen sechsstelligen Betrag gekostet hat, dann weiß ich auch nicht. Ich muss wirklich sagen, das Einzige, wo mir Alphastein da auch leid tut, ist, dass er den Song nicht über 10 Minuten ziehen konnte. Vielleicht auch einfach noch. Aber ich meine Reaktion, also von daher passt es. Ach so, hast du gemacht? Ja, klar, natürlich. Okay, das haut auf jeden Fall hin. Ja, dann einfach jede 10. Sekunde unterbrechen. Genau, dann kurz was dazu sagen. Ja, genau. Miche, auch super. Alles im allen wirklich ein tolles Projekt. Sascha, es hat mir wirklich... ich sehe schon, du beendest auch gerade, weil wir 16 Minuten und 10 Sekunden haben. Da kann ich mir sicher sein, dass wir über 10 Minuten sind. Das ist ja auch November. Thomas, falls nicht, dann einfach noch ein bisschen Blackscreen, so wie ApoRed damals. Genau, oder Vibes gemacht hat, 3 Minuten Breaks gehen. Grüße gehen raus an dich, Lukas, an der Stelle. Ja, Sascha, vielen, vielen Dank dafür. Das war mir echt eine Ehre. Ich hoffe, du kannst heute Nacht gut schlafen. Nee. Super. Leute, schaut auf jeden Fall bei Sascha vorbei. Wir befinden uns hier gerade im Crewzember. Also nee, noch nicht, oder? Im November. No Nuts November, genau. No, dann schaut bei Sascha vorbei und den anderen macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.